Im Rollstuhl sitzen und reisen. Caroline Schiebelhut will zeigen, dass das kein Problem ist. Sie hat immer Pflegekräfte als Begleiterinnen an ihrer Seite, wenn die 30-Jährige auf Achse ist mit ihrem VW-Bus. Reisen ist für mich super wichtig. Und ich finde es einfach super schön, unterwegs zu sein, neue Orte, neue Menschen kennenzulernen. Und es ist für mich auch Freiheit. Als Kind schon ist sie auf den Rollstuhl und ein Beatmungsgerät angewiesen. Die Familienurlaube sind eine Herausforderung. Als sie 12 Jahre alt ist, kaufen ihre Eltern einen VW-Bus. Damit geht es gemeinsam auf Reisen. Als ich geboren wurde und eben die Diagnose kam, ja, das Kind hat spinale Muskelatrophie und muss in dem Rollstuhl sitzen, ist nicht so fit wie andere Kinder. Da war halt so eine Unsicherheit bei meinen Eltern. Das heißt, die sind auch zu Hause geblieben. Und wir hatten dann fast 20 Jahre Ostseeurlaub. Caroline Schiebelhut lebt bei Gersfeld in der Rhön. Trotz ihrer Muskelschwäche und der Abhängigkeit von einer Pflegekraft, Mobilität ist für sie wichtig. Sie liebt es, mit ihrer Assistentin rauszufahren in die Natur. Aufgrund ihrer Behinderung wird Caroline oft unterschätzt. Das war schon in der Kindheit so. Auf Klassenfahrten durfte sie nie mit. Sie ist eine Kämpferin, lernt viel, macht Abitur, studiert. Heute hält sie wissenschaftliche Vorträge. Doch immer wieder geht sie auf Reisen. Der VW-Bus ist ihr treuer Begleiter. Ihm hat sie jetzt ein Buch gewidmet. A Van's Life. Unterwegs mit Benny. So hat sie den VW-Bus als Kind getauft. 20 Jahre hat er mich begleitet. Eben von der Zeit mit Familie, in die Schule fahren, später Abitur machen, dann Studium. Dann zur Arbeit, bis hin zu den Reisen. Und da ist das so ein bisschen der Sinnbild meiner Eigenständigkeit. Egal ob Irland, Schweden oder Mittelmeerländer, nichts war ihr zu weit. Bei ihren unzähligen Reisen musste sie so manche Hürde überwinden. Sie aber hat es unbeschadet überstanden. Mein Rollstuhl ist ein paar Mal kaputt gegangen auf den Reisen, ich nicht. Sie will Menschen mit körperlicher Behinderung Mut machen, aber auch zeigen, was in ihr steckt, auch mit eigenen Liedern. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Also ich sitze halt im Rollstuhl, aber ansonsten von meinen Fähigkeiten, von meinen Interessen, von meinem Können bin ich so wie viele andere auch. Caroline Schiebelhut, ein ganz normales Leben zwischen Workshops, Vorträgen, Buchschreiben und immer wieder auf Reisen. Musik.